unseres Landes bildete sich vor 1.500 Jahren aus verschiedenen Volksgruppen mit den Thüringi, ein Stammesverband, der im 5. Jahrhundert als Königreich Thüringen zur politischen und wirtschaftlichen Macht in Mitteleuropa geworden war. In dieser Zeit wuchsen auf den Bergen Burgen. Auch heute noch findet man sie als kulturgeschichtliche Denkmäler. Beweise staunenswerter Baukunst. Als Zeugen von Kriegslist, aber auch vom Friedenswillen unserer Vorfahren. Unübersehbar zwischen Werra und Saale. Hier liegt vom Buche Thüringens eine der herrlichsten Stellen vor uns aufgeschlagen, empfand der Sagenerzähler Ludwig Bechstein angesichts dieser Landschaft und der bei Arnstadt gelegenen Burgen die drei Gleichen. Nach legendärer Überlieferung rollte in einer Mainacht 1230 ein Kugelblitz durchs Thüringer Land und entzündete hintereinander die Türme der drei benachbarten Burgen, sodass sie zugleich gebrannt haben sollen. Viel Zeit zog übers Land. Die Besitzer und Eroberer kamen und gingen. Noch heute gehört jede der Festungen einem anderen Verwalter. Die Mühlburg, die älteste und kleinste, zum Kreis Gotha. Die Burg Gleichen, eine große Ruine, auch Wanderslebener Gleiche genannt, zur Stadt Erfurt. Die Wachsenburg, am besten erhalten und vielseitig genutzt, zum Kreis Arnstadt. Inmitten der Burgenlandschaft der drei Gleichen liegt Mühlberg, das älteste Dorf in der DDR. Im Jahre 704 wurde es gemeinsam mit Arnstadt in einer Schenkungsurkunde erwähnt. Oben drüber thront die Mühlburg. So manche steinalte Mauer überstand die mehr als 1000 Jahre, die über die Mühlburg hinwegwehten. Erzbischof von Mainz, Grafen von Mühlburg, Henneberg, Schwarzburg, Stadt Erfurt, Sachsen-Weimar, Preußen, Thüringen waren die Herrschaften, die einst hier oben ein Stückchen Welt besaßen. Im Namen unserer Arbeitsgemeinschaft Mühlburg, im Kulturbund der Ortsgruppe Mühlberg und des Rates der Gemeinde. Wir sind ja auch der ältesten Burg. Heute sind es Mühlberger Einwohner, die ihre Burg nicht nur längst in Besitz genommen haben, sondern sie auch tatkräftig nun erhalten und in Teilen den Besuchern wieder zugänglich machen. Die rührigen Heimatfreunde treffen sich hier oben recht oft, obwohl es im Dorf auch immer viel zu bauen und zu werkeln gibt. Das war der richtige Geräusch. Natürlich geht es feierabends auch manchmal recht gemütlich zu, wenn auch nicht zünftig nach Rittersitte, so aber doch nach Thüringer Art. Die benachbarte Burg Gleichen wurde erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt. Urkundlich ist sie also die jüngste im Bunde. Auch hier findet der Wanderer nicht nur die Spuren von Grafen, Raubrittern, Klostervögten und aufständischen Bauern. Auch hier gibt es Zeugnisse fleißiger Heimatfreunde unserer Zeit. Im Bergfried ist ein kleines Museum eingerichtet. Der Burgwart
Anno 1990 macht natürlich auf den berühmten Grafen von Gleichen aufmerksam, der legitim mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet gewesen sein soll. Und da ist er schon auf einer Nachbildung seiner Grabplatte zu sehen, der Graf mit seinen beiden Gemahlinnen. Das war nämlich vielleicht seinerzeit so gewesen. Graf Ludwig von Gleichen hatte im Jahre 1227 nichts Besseres zu tun, als Burg und Weib zu verlassen und sich mit seinen Ritterkumpanen in den Kreuzzug einzumischen. Doch die Eindringlinge bekamen eins auf ihre Helme und weit weg von der Heimat, in Palästina, gerieten sie in Gefangenschaft, wurden gar als Sklaven verkauft. Der Graf hatte Glück, denn kaum am Hofe des Sultans angekommen, verliebte sich dessen Tochter heftig in den flotten Thüringer. Auch dieser war nicht abgeneigt, zumal das entflammte Mädchen die gemeinsame heimliche Flucht ermöglichen wollte. Allerdings musste Ludwig der türkischen Schönheit vorher die Ehe versprechen, was er flugs tat. 9 Jahre waren vergangen, als der Graf zu Hause wieder aufkreuzte, wo er wie ein Held empfangen wurde. Sein treues Weib war arg verwundert über Ludwigs Mitbringsel. Doch bevor sie überhaupt ein Eifersuchtsdrama auch nur beginnen konnte, erzählte ihr Ludwig ehrlich alles von seiner Lebensretterin und deren Bedingungen, fügte auch gleich hinzu, dass er unterwegs mal kurz beim Papst gewesen war, der alle göttlichen Gebote vergessend und sehr gerührt ausnahmsweise in eine Doppelehe eingewilligt hatte. Fortan lebte also der wackere Graf von Gleichen gleich mit zwei Ehefrauen und schlief, wie alle Sagenbücher berichten, mit beiden Gattinnen in sonders gebauten breiten Ehebette hoch droben auf der Burg Gleichen. Das Bett ist nicht mehr vorhanden, aber heute kann man sich die drei glücklichen Vorfahren mit nach Hause nehmen. Am Andenkenstand der Wachsenburg gibt es für viel Geld den vergleichsweise winzigen Abguss der Grabplatte des zwei beweibten Grafen zu kaufen. Die dritte Gleiche, die stolz Feste, genannte Wachsenburg, beherbergt leider kein Museum, dafür aber ein ständig ausgebuchtes Drei-Sterne-Hotel mit allerdings nur 40 Betten. Gegründet im 10. Jahrhundert zum Schutze der umliegenden Klostergüter und der Handelsstraße nach Erfurt, war die Burg anfangs mit bewaffneten Mönchen besetzt. Im 15. Jahrhundert mussten die Gottesknechte das Anwesen verpfänden und Ritter Apel von Fitztum machte sich hier breit. Ein Raufbold. Ein Räuber übelster Sorte. Er wurde seinem Schreckenstitel Brandmeister von Thüringen folgerecht. Heute brennt auf der Wachsenburg nur noch der Bratwurstrost. Leider selten. Im Innern der Burg kann man es sich auf einem der über 400 Stühle in den Gaststätten bequem machen. Dienstbare Geister sorgen für angenehmen Aufenthalt in den schönen, alten, aber auch neuzeitlichen Gasträumen. Natürlich werden aus Küche und tiefen Kellern vornehmlich Thüringer Spezialitäten angeboten. Man muss sich nur entscheiden, ob man seine rohen Klöße mit Gänsebraten im Rittersaal oder unten im Burgverlies aufgetafelt bekommen will.
Allerdings muss die Börse wohlgefüllt sein, denn man braucht einige Taler mehr für die ritterliche Mahlzeit. Wer auf der Feste feiern will, darf auch Feste berappen. Gestärkt und erleichtert wieder im Tageslicht wird vom Weiterwandern noch etwas geboten. Das 350-jährige Brunnenhaus, ein kleines technisches Denkmal. In 93 Meter Tiefe schöpfte man hier einst das Wasser. Senkt sich der Abend, man hat Glück oder gar eine Einladung vom volkseigenen Burgherrn, dann kann man zu nächtlicher Stunde solch zünftiges Fest erleben. Übrigens feiern jedes Jahr, lange angemeldet, rund 100 Brautpaare mit ihren Verwandten und Freunden hier hoch droben ihr Hochzeitsfest. Und natürlich macht mit dieser oder jener Bemerkung auch die Geschichte vom sagenhaften zweibeweibten Grafen Ludwig von Gleichen die Runde. Mag man sich seinen Vers darauf machen? Wie die Volksmusikanten aus der Umgebung, die häufig hier mit Brummtopf, Maultrommel und anderen Urthüringer Instrumenten aufspielen. Werden wir singen,